Denn mein Vater ist ein Pfaffe, das Wort ist seine Waffe. Im krisenfesten Kampf für eine friedvolle Welt gegen alle Widerstände. Wir geben uns die Hände, für uns ist Mr. Jesus der größte Superheld. Da gibt es keinen drin, da hängst du voll mit drin. Naja, fürs Orgelspielen gab es extra Taschengeld. Sterben ist sowieso das vorrangige Hobby der Frauen in der Oper. Aber da ist sich dann meistens der Mann zu fein, sie auch selber umzubringen. Deswegen muss sie das dann tun. Ne? Aber das ist immer ein Theater, bis die mal stirbt. Und dann steht sie auf, geht in die Küche, schärft das Messer. Dabei bereitet sie ihrem Gatten schnell eine warme Mahlzeit zu. Und dann ersticht sie sich. Nein! Das Messer ist dreckig. Sie singt eine Spülarie. Bevor ich mich erdolche, spül ich noch als solche auch diese Teller. Sie wirken dann viel heller. Sie spült und singt und spült und singt und stolpert, fällt auf eine Kante und ist tot. Nein, die Kante war nur ein Brot. Sie nimmt das Messer und ersticht das Brot. Das Brot ist tot. Sie sitzen, als wären sie Kate Moss in der Bar. Sie lüpfen den Popo und schmeißen das Haar. Lachskisch mit Lauch und den Linsensalat entlüften sie leise und lächeln apart. In der knallvollen U-Bahn postieren sie sich schlau bei einem Kind auf dem Schoß einer Prenzlberg-Frau. Dann schauen sie die Mutter ganz gönnerhaft an. Ist doch klar, dass so ein Kleinkind noch nichts dafür kann. Furzende Mädchen, die haben es drauf. Furzende Mädchen, die fallen nicht auf. Und keiner kriegt mit, wenn die Leggings sich blät. Furzende Mädchen. Also was ich unbedingt mal sagen muss, das macht echt total Spaß, heute für euch zu spielen. Ihr seid so ein tolles Publikum, das ist echt prima, ja. Oh, weißt du, Alina, das hättest du doch echt mal vorher machen können. Die wissen, wie es geht. Berlin, ne? Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ja, und ich habe auch gleich ein Zimmer in Mitte gefunden, ne? Voll der Szenebezirk, da zwischen Tacheles und Schokoladen. In der Borsigstraße, ja, im theologischen Konvikt. Das war so ein total abgefucktes evangelisches Studentenwohnheim. Also zwischen Ronny und mir ist es dann zum Äußersten gekommen. Am 29.06.1989, da haben wir beide zum ersten Mal miteinander geschlafen. Im Altarraum, ja. Beim evangelischen Kirchentreff mit 250 anderen jungen Christen. Hallo. Neuer Morgen, hallo, neuer Tag, lass uns frisch beginnen, weil ich das Leben so mag. Mir ist der Weg vor mir noch schleierhaft, doch ich weiß, er ist da. Ich fühl seine Kraft, der Mond hat mich bis hierher gebracht. Jetzt wird's die Erde zeigt mir den Weg, wo ich gehen werde. Hallo, neuer Morgen, hallo, neuer Tag. Lass uns frisch beginnen, weil ich das Leben so mag. Meine Gesangsprofessorin hieß Natascha Pavlova, kam aus Russland,
hatte große Bühnenkarriere gemacht als Phantom der Oper. Nee. Nicht schlecht, der Versprecher. Sie mustern dich smart und streichen sich den Bart in Berlin, der Stadt der einsamen Wölfe. Lass ich ihn nicht mehr raus, doch ich ahn es schon, es wär ein Graus. Er wird mich zerfleischen und reißt wieder aus. Dann zieh ich doch lieber los und hol mir einen Hund. Und wenn wir dann Gassi gehen, morgens zwischen 9 und 10, sehen wir sie in den Cafés, die einsamen Wölfe. Völlig fertig von der Nacht, na? Hat's wohl nicht gebracht. Ist schon schwer, ein Wolf zu sein. Und mein Hund hebt kurz das Bein. Dankeschön. Klaus ist ne geile Sau, Inga ne moderne Frau. Peitsche, Peitsche, au, ihr Hintern färbt sich blau. Nun gehen die beiden in den Garten. Inga hängt am Schuppen dran, was Klaus mit Hake und mit Zollstock doch für heiße Spiele kann. Und das Nachbarskind am Zaun sieht die Bilder noch im Traum. Move, move, move. Ich hopp ihn drauf, den Kruf, Kruf, Kruf. Ich kann noch nicht gut singen, aber voll gut tanzen. Denn mein Vater ist ein Pfaffe, das Wort ist seine Waffe. Im krisenfesten Kampf für eine friedvolle Welt gegen alle Widerstände. Wir geben uns die Hände, für uns ist Mr. Jesus der größte Superheld. Da gibt es keinen drin, da hängst du voll mit drin. Naja, fürs Glockenläuten gab es extra Taschengeld.